bisschen langsamer gehen, auf das Tempo achten. Wir haben noch Zeit. Gaza wird bombardiert! Gaza wird bombardiert! Von der Welt ignoriert! Von der Welt ignoriert! Gaza wird bombardiert! Gaza wird bombardiert! Von der Welt ignoriert! Von der Welt ignoriert! Free! Free! Free Palestine! Free! Free! Free Palestine! Free! Free! Free Palestine! Free! Free! Free Palestine! Free! Hallo? Hallo? Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich an euch allen. Wirklich, ihr habt euch was viel, viel Größeres erleistet, als ihr zu scheinen habt. Und ihr wart heute viel lauter als letztes Mal. So, ich weiß nicht, ob wir einen Imam unter uns haben, einen Hodja, der mit reinem Gewissen unter uns das Bittgebet sprechen kann. Ein Bittgebet. Haben wir unter uns einen Hodja? Nein? Lass alle für die Toten sehen, Herr Hodja. Alle zusammen. Hunus, komm bitte nach oben. Das Bittgebet, Herr Fatia wird jetzt vorgelesen oder vorgesprochen. Ich möchte zunächst erstmal für Ruhe bitten, weil das, was jetzt kommt, wir möchten nicht respektlos dastehen. Einmal bitte Ruhe und sammelt euch zusammen. Und ich möchte, dass die es lesen können, gerne einmal ein bisschen nach vorne noch. Die es lesen können, halten ihre Hände auch hoch und lesen mit. Die, die innerlich lesen möchten, lesen es innerlich. Die, die nicht lesen möchten, lesen dann nicht. Zunächst erstmal möge Gott die Unterdrückten in Palästina und auf der anderen Welt beschützen, denn Gott steht hinter ihren Geschöpfen. Gott hilft uns, Gott ist großzügig und Gott ist groß. Und wenn ich hier noch einmal von euch alle zusammen Tekbir höre, wird das uns allen sehr freuen. Tekbir! 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 Nun wird jetzt ein Fatiha gelesen, aber vorher möchte der Onkel noch gerne was sagen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبيتت أنتوش في الانتدريكتن منشن Wenn ich Fehler beim Lesen gemacht habe, korrigiert und verzeiht mir bitte. Freiheit Gaza! Freiheit Gaza! Freiheit Gaza! Freiheit Gaza! Stopp den Krieg! 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 Kindermord ist Kindermord! Kindermord ist Kindermord! Frauenmord ist Frauenmord! Frauenmord ist Frauenmord! Merkel, warum ist keine Wort? Merkel, warum ist kein Wort? Tekbir! Allahu Akbar! Tekbir! Allahu Akbar! Tekbir! Die Menschen, die um uns herum sind, nochmal, ich habe eben gerade eine Kundgebung an Kohlmarkt gemacht. Allahu Akbar bedeutet einfach nur, dass Gott größer ist. Bitte, dass ihr es nicht falsch versteht. Allahu Akbar bedeutet, dass Gott größer ist. So, jetzt nochmal zu dem Thema, zu den zionistischen Produkten.
oder zu Cola, Fanta, Sprite, wie ihr sie alle kennt. Versucht es einfach. Niemand zwingt euch dazu, dass ihr das macht. Versucht euch daran zu halten. Versucht dieses Cola, dieses Sprite, diese unnötigen Produkte, ja. Ich lebe auch seit 3 Wochen. Ich bin nicht tot. Ich schaff das auch. Es gibt leider eine sehr, sehr viele Anzahl von Markenprodukten oder von Nahrungsmittelprodukten, die man leider sehr, sehr häufig unterschätzt. Die kommen aus Israel oder kommen zwischen, keine Ahnung, die kommen von dort her. Auf jeden Fall, versucht einfach diese Sachen nicht mehr zu kaufen, weil ihr damit dieses Regime finanziert. Ihr finanziert mit eurem Geld Bomben, Waffen und weiteres. Ihr müsst an euch denken, ihr müsst an das System denken. Dieses System ist korrupt. Dieses System enthält uns alles vor. Es wird nichts in den Medien berichtet, nichts. Ja? Was ich in den türkischen Medien sehe, was ich in den arabischen Medien sehe, das ist viel mehr. Das ist viel mehr als diese 30 Sekunden Reportage wie bei N24. Dort drüben, nochmal, dort drüben ist es wie das Warschauer Ghetto. Es ist noch schlimmer. Es ist noch schlimmer. Und als Deutscher, ihr müsst doch wissen, wie das damals war. Die Älteren von uns, die müssen doch wissen, wie das damals war. Wie das damals mit den Juden war. Und gerade zur Zeit ist es in Gaza so. Ich bitte euch, denkt daran, denkt an meine Worte, versucht dieses System nicht weiterhin unnötig zu unterstützen. Weil jedes Handeln, weil jede Cola-Flasche oder was weiß ich was, damit kauft ihr vielleicht eine Bombe oder spendet an diesem Krieg vor Ort Geld. Versteht ihr, wie ich das meine? Versucht das zu umgehen. Ich weiß, es gibt sehr viele Produkte, aber versucht es einfach mit reinem Gewissen zu hintergehen und versucht es nicht mehr weiter anzuwenden oder versucht es nicht mehr weiter zu denken. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind zwar nicht so viele wie vor 3 Wochen gewesen, aber ich habe mit ehrlichem Gewissen gerechnet, dass ehrliche Menschen unter uns sind. Und es sind sehr viele ehrliche Menschen unter uns. Und deswegen bedanke ich mich nochmal an euch alle. So, ich möchte nochmal ein kurzes Wort halten. Ja, nochmal ein riesen Dankeschön, ein riesen Applaus nochmal an Tugay, dass er das heute hier ermöglicht hat, dass er das auf sich genommen hat. Perfekt. Und schon, dass es friedlich abgelaufen ist. Und wie gesagt, denkt dran, schickt ganz, ganz viele positive Gedanken rüber nach Palästina, rüber zu den Menschen, die da in Not sind. So oft ihr könnt, denkt positiv, schickt denen gute Gedanken und schickt denen Kraft, damit sie das durchstehen können und damit es dort endlich auch besser wird. Und wie gesagt, ich gebe jetzt das Mikrofon nochmal weiter. Danke, dass ihr da wart. Nehmt das mit, was ihr hier so erfahren habt, mit in das Wochenende. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr Montag 18 Uhr hier wieder auf unserer Mahnwache wärt, damit wir wieder für den Frieden hier stehen, damit die Menschen einfach merken, wir kommen nicht nur einmal, sondern wir sind immer da. Immer da, damit wir endlich Frieden bekommen. Dankeschön, kommt daher gut nach Hause. Danke. Ich nehme nur kurz mal wieder das Wort. Ihr müsst euch nicht bei mir bedanken. Ich sehe es als Pflicht, hier hinzukommen. Ich sehe es als Pflicht, den Menschen aufmerksam, also die Menschen, die davon nichts wissen, die Menschen aufmerksam darüber zu machen, dass dort etwas falsch passiert. Ich sehe das als Pflicht. Ich sehe das als Pflicht. Leider sehen es nicht so viele so, aber ich sehe es leider als Pflicht, das zu machen. Ich bin ganz andere als froh darüber, dass ich das machen muss. Es könnte eigentlich nicht dort drüben Frieden herrschen. Die Menschen können zusammen gut miteinander auskommen. Aber leider ist es so, leider muss ich mich jetzt wieder zu Mord sehen. Und Yunus möchte noch etwas kurz dazu sagen. Also ganz kurz nochmal bei dem Onkel hier bedanken. Er ist ein Palästinenser, hat sich auch tatkräftig hier eingesetzt. Und und Ironie, dass
Und das Beste daran ist, ich sag mal so, er ist kein Muslim, er ist ein Christ, trotzdem ist er hier. Nochmal einen Applaus. Und dann alle Christen, Nicht-Muslime, Juden oder sonstige Glaubensrichtungen haben, ihr seid alle herzlich willkommen zu solchen Demos und Veranstaltungen. Wir stehen lediglich für Frieden da. Falls jemand unter uns nicht Muslim ist, haben wir Leute hier aufgegessen oder irgendwie umgebracht oder sonstiges? Haben wir nicht. Wie ihr sehen könnt, haben wir alle Hand in Hand friedlich demonstriert. Wir haben so eine Hochzeit hier alles Gute gewünscht und wir haben ja auch gesehen, dass alles perfekt gelaufen ist. Und Vater, komm mal bitte nach oben. Bevor ich Vater möchte ich kurz was sagen. Vater möchte noch etwas sagen und danach bin ich kurz mal dran. Hallo erstmal, ich heiße Fati. Seit ich mich eigentlich erinnern kann, musste ich mit diesem Konflikt aufwachsen und schon als kleines Kind habe ich eine Reportage über Ariel Sharon und Arafat in der Friedensverhandlung gesehen. Und da wurde mir bewusst, schon als kleines Kind, dass die zionistische Regierung keinen Frieden möchte. Allein schon, wenn Ariel Sharon sagt, für einen Tod Israeli töten wir 1000 Palästinenser. Was für eine Prostitution muss ein Menschen bewegen? Was für ein Hass muss ein Menschen bewegen? Und wenn ihr euch mit diesen Menschen befasst, dieser hat das nicht einmal gesagt, dieser hat das mehrfach gesagt. Muss besser berühren. Seit wieder dieser Konflikt im Gazastreifen angefangen hat, muss ich jedes Mal mit Bauchschmerzen schlafen gehen. Wie dekadent und wie verdorben unsere Gesellschaft ist, dass die wahrhaftig behaupten kann, dass die selbst gebastelten Raketen der Hamas israelische Siedler töten würden. Was für eine lächerliche Behauptung ist das, bitteschön? Von wo kommen denn bitteschön die Raketen? Und wenn ich sowas lese, dass die Raketen der Hamas Jerusalem erreichen würden, das ist lächerlich. Das ist vollkommen lächerlich. Diese Raketen erreichen gerade so ein Haus, was, worin keiner, zum Glück nicht mal ein Mensch war. Kein Mensch der Siedler der israelischen Regierung ist zu Schaden gekommen durch die Raketen der Hamas. Jetzt für die Menschen, die nicht wissen, wo Gaza liegt und wie schwer es in Gaza ist und welche Lage sich befinden, den kann ich gerne mal einen Quantensprung im Gehirn nachhelfen. Gaza befindet sich in Palästina ganz, ganz weit außen der ägyptischen Grenze. Diese wird bewacht auf internationalen Gewässern. Das heißt, israelische Kriegsschiffe und U-Boote sind da patrouilliert und achten darauf, dass kein Mensch aus Gaza, aus der Stadt verschwinden kann. Mauern umgeben diese kleine Stadt. Drohnen überwachen alles da. Es ist den Menschen verboten, Stahl zu besitzen, Beton zu besitzen oder Glas zu besitzen, damit sie ihre Häuser wiederherstellen können. Weil das permanente Raketen beschießen der israelischen und zionistischen Regierung dafür sorgt, dass alle Häuser in Gaza kaputt gehen. Alle Häuser. Ich habe in einem Spielbericht gelesen, dass in zwei Tagen 2000 Raketen von der zionistischen Regierung geworfen worden. Wie viele wurden von der Hamas geworfen? Wie viele selbstgebastelten? Sagt es mir doch mal ihr beim Papiano oder beim Alex. Ihr beschäftigt euch dann wahrscheinlich auch damit sehr stark. Wie viele? Lächerliche Behauptung ist das. Lächerlich. Diese Menschen werden systematisch ermordet. Systematisch, das ist ein Genozid. Das ist Auschwitz 2.0. Und Netanyahu ist genauso ein dreckiger Völkermörder wie Adolf Hitler höchstpersönlich. Und ich würde euch gerne bitten, auch die Demonstranten, weil beim letzten Mal waren die viele,
und war heute ja leider nicht so, aber ich danke euch trotzdem, dass ihr gekommen seid, weil ihr stärkt wirklich unsere Herzen. Ich würde euch bitten, auch die Menschen beim Vapiano oder auch die Passanten hier und auch die Polizei, dass sich informiert, was der Zionismus ist, was der Zionismus für Auswirkungen auf diese Welt hat und was der Zionismus Auswirkungen für die Palästinenser im Allgemeinen zu tun hat. Was Antisemitismus bedeutet. Viele wissen nicht, was Antisemitismus bedeutet. Antisemitismus hat nichts explizit mit Judentum zu tun. Semiten bezeichnen sich die Völker, die sich nach dem semitischen Stamm bekennen. Wer ein bisschen in Theologie aufgepasst hat, weiß, wovon ich rede. Also bitte informiert euch und nimmt keine Fehlinformationen auf von Spiegel, Bild und Fokus und wie die ganzen Schulblätter alle heißen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und schönen Tag noch. Nun, wir bedanken uns auch bei Fatih nochmal für seine aufrichtigen Worte und für das, was er uns erleuchtet hat mit seinem Fachwissen über Zionismus und andere. Recht herzlichen Dank an die Polizei, die immer mit uns so geduldig ist. Nochmal ein Riesenapplaus. Dankeschön! Wie ich vorhin gesagt habe, arbeitet mit Polizei zusammen. Das sind auch unsere Freunde. Ja. Und wir haben eine Seite, die nennt sich Friedenskomitee Niedersachsen. Höchstpersönlich gegründet von Tugay. Wir sind Administratoren und die Seite wächst von Tag zu Tag. Da werden Veranstaltungen gemacht, Demos veröffentlicht von ganz Deutschland demnächst. Bitte unterstützt uns und bitte unterstützt euch selbst damit und tut euch selbst damit einen Gefallen und unterstützt damit die ganzen Kinder, die Unterdrückten und alle anderen, die leiden. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich. Danke, dass ihr alle da wart. Nochmal Applaus für euch selber. Trotz weniger Anzahl waren wir einzeln, wir waren eine Stimme. Wir bedanken uns nochmal, dass ihr da seid. Vielen Dank und nun lösen wir uns auf.